Ja, moin moin meine lieben Angelfreunde, den habe ich verballert. Ich bin hier in Achtuba, ein neuer Heringspot oder mehr gesagt ein neuer alter oder ein bisschen versetzt auch an der 7230. Und die Frequenz ist echt gut. Kann ich nicht meckern. Eine Trophy wurde hier schon gefangen. Siechling mit 1,4 Kilo. Ich hatte den größten Fisch jetzt, war ein Kassfischer Schwarzrückenhering mit 1,1 Kilo. Und die Rotfeder ist hier kräftig vertreten. Hatte ich auch schon knapp ein Kilo. Und Caspi-Maifisch habe ich auch gefangen. Der Auswurf hier sind 15 Meter, mache ich mit der Wacklermontage hier. Und eine Tiefe von 1,10 Meter. Ich habe hier einen Doppelköder drauf mit Eintagsfliege und Eintagsfliegenlarve. Und ab und zu hat man das halt, dass das so 1-2 Sekunden dauert, bis ein Biss kommt oder sowas. Aber das geht schon recht schnell. Mal gucken, mal sehen, was da reinkommt. Das schreit eigentlich schon fast nach Siechling. Vom Bissverhalten her. Mal gucken. Siehe da. Er hat recht behalten. Ja, dann zeige ich euch jetzt gleich nochmal auf der Karte, wo genau ich da stehe. Und dann zeige ich noch einmal kurz meine Montage, wie ich hier angel. Mal gucken, den Biss hier noch erwarten. Ich wusste, ja, es geht halt recht schnell. Man kriegt den Kescher schnell gefüllt. Ich habe gerade eben meinen Kescher mit 35 Fischen abgegeben. Waren gute 200 Silber. Hier habe ich einen kleinen 14 drauf, 6,4 Kilo Fluorovorfach, halt den Doppelköder mit der Eintagsfliege und Eintagsfliegenlarve. Hier benutze ich die Kammermächter Sport mit 25% Bonus-EP und der Trident Major. Dann einmal schnell, ich stehe hier, ist noch nicht lange, also seitdem ich den Kescher weggebracht habe, das war, sagen wir mal, so um 4 Uhr bin ich wieder hierher gekommen. So, dann geht das wieder los mit dem Beißen. Ein-, zweimal muss ich auf AFK gehen. Das ist der Kescher dann bis jetzt. Also das ist schon eine recht vernünftige Frequenz. Ich schmeiße den immer so ein klein bisschen rechts rüber. Ziehe das so ein bisschen ran hier. Und dann sollte das eigentlich auch gleich schon wieder beißen. Upp. So, größer können sie noch werden, auf jeden Fall. Ich meine, um die Mittagszeit ist das so meine Erfahrung, dass da, es beißt zwar eigentlich genauso gut, aber die Größe, die nimmt ab. Siehe da, wieder Biss. Ja, 1, 2 Stunden den Kescher vollkriegen ist mit einer Rute, ja, denke ich mal, kein Problem. Mit mehr Ruten, das ist mir zu stressig. Gerade bei diesem Bissverhalten hier, du hast jemanden gerade drinne und dann willst du zur zweiten und dann geht die Pose auch schon runter. Ja, und so kann man eventuell auch mal so den einen oder anderen Biss einfach verpassen oder halt auch versauen. Deswegen mache ich das nur mit dieser einen Rute. Grundruten wurden hier auch schon reingeschmissen. Kein Erfolg gehabt. Auf Knoblauchteig wurde hier gefangen. Ein Flusskrebs. Oder mal eine Muschel oder sowas, aber es im Endeffekt lohnt sich das nicht wirklich, hier noch eine Grundrute reinzuschmeißen. Es ist meines Erachtens nach eine Matchroute, Wacklermontage hier, damit fahre ich recht gut. Und man kommt nicht durch den Tüdel. Dann zeige ich gleich noch auf der Karte, wo ich genau stehe. Ja, Mittagszeit nimmt das so ein bisschen ab. Den haben wir auch gehuckt. Ja, schade. Gut, wie gesagt, hier ist das Dörfle. Hier stehe ich. 7230. Da kann ich einmal so rüber schmulen. Hier kann man schon sein Silber verdienen. Dann würde ich euch jetzt mal viel Spaß dabei wünschen. Viel Spaß beim Nachmachen. Happy Fishing. Petri Heil. Viel Fisch und bis zum nächsten Mal.